Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Mortuary Assistant. So, wir haben ja letztes Mal schon eins von fünf Enden, mögliche Enden, gesehen. Jetzt geht es darum, ja, zwei, drei, vier, müssen wir ja, fünf müssen wir ja auch noch finden oder erkunden. Und dementsprechend wollte ich mir das Spiel jetzt nochmal gemeinsam mit euch angucken, damit wir alle der fünf Enden auf jeden Fall mal gesehen haben. Ist ja auch kein schlechtes Spiel. So, das können wir eigentlich schon mal ausmachen. Ja, unnötiger Stromverbrauch. Wir wollen sowieso gleich zur Arbeit, ne? Ganz normalen Alltagsstress entgegengehen. Oh, können wir uns noch einen Kaffee vorweg snacken? Ich habe gar keine Kaffeemaschine. Tatsächlich, ich habe gar keine Kaffeemaschine. Wie schlecht ist das denn? Kaffeetassen. Ach so, deswegen hier dieser komische Aufsatz. Ich kann heißes Wasser rüberlaufen lassen. Ich habe ja nicht mal ein Wasserkocher. Ach so, haha. Das ist ja. Nee, kann ich nicht nehmen. Gut. Das, ja, wir können ja so ein paar Sachen hier nehmen, aber die bringen uns halt alle nichts. Ja, I miss this food. Nee, I miss this the first time. Looks like it's Arthur's expiration date. Ja, abgelaufenes Dosenfutter, mehr haben wir hier auch nicht. Ist irgendwas in der Mikrowelle? Nö. So, was können wir hier noch in der Wohnung? Schlüssel, ja klar, die Keys müssen wir mitnehmen. Sonst können wir ja kein Auto fahren, ne? Ach, das ist ein Wetter. Jedes Mal, wenn wir arbeiten müssen, regnet das. Furchtbar, ein Glück sind wir drinnen. Ah, die Arbeitsstätte wieder erreicht. Wunderbar. So, im Auto ist immer noch nichts, was wir erkunden können. Haben wir nichts vergessen? Handy, Portemonnaie, alles dabei. Dann machen wir Tür zu. Abschließen brauchen wir nicht. Das ist eine sichere Gegend. Da sind wir wieder. Ach, das ist ein Kürbis. Ich dachte, da liegt Basketball. So, was haben wir denn jetzt? Was hat denn der Chef? Ja, jetzt sind wir wieder eine Schicht. Wir können ja gar nicht einstöpseln. Einstempeln. Ja, gar keine Stempelkarte. Wie wollen wir jetzt einen Arbeitszeitnachweis erbringen? Ein Tape hat der gute Chef uns dagelassen. Mal wieder. Gut, aber abgesehen vom Tape. Alle Unterlagen sind beim Alten. Der wird ziemlich knausrig, ne? Der könnte ja mal eine Tafel Schokolade oder sowas für die Stressbewältigung abgeben, aber das macht er ja auch nicht. Kriegen wir einfach nichts. Was? Ich gucken? Ach, hier ist gar kein Foto mehr. Ja gut, dann wollte ich das jetzt auch nicht mehr gucken. So, Strom, alles tutti. So stelle ich mir das vor. Irgendwas, was man mal übersehen hat. Brauchen sowieso die Papers, ne? Oh, ich habe mich gerade erschrocken wegen der Tür. So, zurück am Arbeitsplatz. Da wollen wir mal unsere Unterlagen hier nehmen. Gleich schon mal eine von drei Leichen holen. Kann ich den Schlüssel jetzt nehmen? Nein. Wieso liegen hier die Schlüssel? Ich kann die nie nehmen. 7587. Das ist unser Passwort. Wollen wir schon mal anmelden? 7587. Ah, wir haben nichts gesehen. Das war, das haben wir uns eingebildet. Ist dunkel, ist spät. Wir sind ein bisschen gestresst von der harten Arbeitswoche. Das kann passieren, ne? So, was haben wir denn hier noch? Aha. Ein langer alter Schlüssel. Nehmen wir mal mit. Ist
Hier ist nix. Ein alter, langer Schlüssel. Wer weiß, warum der Chef den da hingelegt hat. Wen haben wir denn eigentlich heute hier? Rufus. Rufus Lang. Peter Rojas. Wilbur Blackburn. War alle richtig schön deutsch ausgesprochen. Pete Blackburn. Oh, warum mal rückwärts? Erstmal einen ersten Kandidaten holen. Wir können ja erstmal ganz ruhig anfangen. Ich hätte mal so ein Paper gleich mitnehmen sollen. Ah, hätten wir doch hier schon mal. Boah, diese schwere Karre hier. Da könnte der Chef auch mal nachrüsten. Irgendwie so mit Hydraulik vielleicht. Oder E-Motor. So ein kleinen E-Motor. Rufus ist ein Clown? Die sind nicht sehr beliebt in der Gegend hier, ne? Letztes Mal schon einen Clown gehabt. So, Rufus. So. Und, wie geht's Ihnen heute? Das sieht aus so einem bestimmten Winkel immer mega aus. Jetzt ist normal. Jetzt, als ob die voll lächeln, ne? Er sieht so glücklich aus. Komme schon! Kleinen Moment. Ja, hallo? Hallo, Rebecca? Rebecca? Ja? What the? Was war denn da los? So, Papers. Die können wir gleich mal mitnehmen. Und einmal unseren Raum hier inspizieren. Während wir zu der Tür gehen und die schließen. Cool, hier haben wir nichts. Ist okay. Ganz normaler Alltagsstress. So, was haben wir denn? Wir müssen... Ah ja, genau. Zuerst müssen wir den Patienten mal ein bisschen untersuchen. Gucken, ob da irgendwelche Unstimmigkeiten sind. Ziemlich viel Make-up. Sind aber ganz in Ordnung. Am Kopf haben wir nichts gefunden. Gucken wir uns einmal die Schulter an. Hier ist ein bisschen Süff. Da miept auch ein bisschen. Das sieht ja komisch aus. Wie so ein Haufen Mitesser an einer Stelle. Und voll dreckig ist der. Meine Hände. Ich gehe mal davon aus, den hat keiner gewaschen vorher. Natürlich nicht, er hat total viel Schminke drauf. Hier ist alles in Ordnung. Er hat aber echt wenig Merkmale. Er hat das Mal. Das Mal des Hautausschlags. Ja, das haben wir ja schon aufgenommen. Soweit ist alles in Ordnung. Sieht ein bisschen aus wie so eine Hand. Naja, das bilden wir uns ein. Der Jude Rufus. Dem wollen wir das mal eintragen hier. So, wir haben Rufus Lang. Der ist gerade mal 20 geworden. Wow, der ist aber echt jung. Am rechten Arm haben wir noch Rashes. Und am linken Arm haben wir Keratolysis. Wunderbar. Was ist das denn für eine... Ist das ein Sarg? Hallo? Kannst nicht an... Da hast du mich erwischt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich wäre fast drauf reingefallen, ja? So, dann nehmen wir mal das Embalming Report und bringen das mal weg in das... vorne in das Bandregal.
Das ist ein Wetter. Total duster. Und nur am Regnen. Gott. Verdammten Stripes. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ach ja, da war ja was. So. Ich habe mich selber ausgesperrt. Zurück im Behandlungszimmer. Hier machen wir mal zu. Da zieht ein bisschen, nicht, dass ihm noch kalt wird. Ach, der war so schlecht. So, was müssen wir... ah ja, genau. Jetzt müssen wir erstmal den Mund zunähen. Ist doch kein Problem. So, mein Guter. Wollen ja nicht, dass du mir noch eine Kante irgendwie ans Bein quatscht, ne? Und klack. Der hätte echt öfter mal Zähne putzen. Hier ist alles schwarz und die Zähne sind so grün. Sehr unhygienisch. Also ich glaube nicht, dass der als Clown lustig ankam. There we go. Nicht mit der Kauleiste. Ich meine, Clowns machen einem so schon Angst. Nächste Step. So, jetzt wollen wir die Eye Caps reinlegen. Vorher gehen wir aber nochmal mit unserem Zettel. Wir haben ja auch eine Dings gehabt hier. Uns eingebildet, dass hier irgendwie was Paranormales passiert ist. Ist natürlich nicht. Das liegt an der Nachtschicht. Aha. Wir kommen die ganzen schon näher. Wir sind schon da. Was haben wir denn hier? Diese komischen 9. Cool, cool. Das kriegen wir hin. Kaltig, ja. So, die 9. Keine Ahnung, wo die hinkommt. Aber das notieren wir uns erstmal. Apropos notieren. Erstmal eine fachmännische Skizze anfertigen von dem Zeichen, ne? Damit wir auch wissen, was wir da eigentlich gefunden haben. Na, was wollen wir denn machen? Wollen wir dich jetzt mal weiter untersuchen? Oder wollen wir hier so ein bisschen draußen noch erkundigen? Dieser alte Schlüssel draußen ist doch diese komische Kellerluke. Ich könnte mir vorstellen, dass der da gedacht ist. Da müssen wir auf jeden Fall noch hingucken. Ach, wir haben die Eye Caps noch gar nicht angefangen. Haben wir die schon genommen? Ja. I'm missing something. Nein. Ich wollte gerade sagen, wir sind bestens vorbereitet. So, jetzt die Äuglein. Blub, blub. So, eine kleine Entspannungsmaske. Alright. Wunderbar. Nächste. Och, wir sind ja richtig fix dabei. Wir können jetzt hier schon unseren Mix anfertigen. Das geht ja richtig zügig. Habe ich die aufgelassen? Ich habe die zugemacht, oder? Okay, merke, alle Türen sind zu. So, jetzt brauchen wir noch hier unser... nächste Getränk. Methanol müssen wir auch noch reinkippen. Wunderbar. Ach, das wird ein richtiger Cocktail, du. Der ballert dich richtig ins Jenseits. Der war auch schlecht. Ein Tag der schlechten Sprüche heute, wa? Vom Aldehyd. So, jetzt brauchen wir ein Messer. Das haben wir nämlich geschafft. Messer. Also Skalpell. Der Fachmann. Diese komischen Tubing-Schläuche und... was brauche ich noch? Ach ja, die Zange. Ich komme mir hier irgendwie aktuell beobachtet vor. Aber es scheint nicht mehr einzubilden. So, einmal aufschneiden. Da. Wunderbar. Das sieht schick aus.
Mehr oder weniger. Denn. Wo? Ich brauche ein Tape. Nehme ich. Wo war das? War das eine Tür? Oh, ich will hier gar nicht aufmachen. Hallo? Hallo? Kinder da. Mein eigener Schatten. Wunderbar. Immer schön laufen lassen, ne? Läuft bei uns. Wo hat das geklopft? Das muss doch an der Tür gewesen sein. Naja, jetzt ist ja vorbei, ne? Ganz normaler Alltagsstress. Kennt jeder. Läuft ja immer so. So, da ist auch schon leer. Ich sollte mir weniger diese Tapes vom Doktor anhören. Die lösen bei mir scheinbar Paranoia aus oder Psychosen oder irgendwelche Wahnvorstellungen in Form von paranormalen Aktivitäten. Der Typ ist ja nicht ganz sauber, der ist ja so krank. Und von seinem ganzen Palaver, was er hier mit mir macht, da habe ich das Gefühl, das stimmt, was er sagt. So. Ach ja, ich muss ihn ja erst auffüllen. Was brauche ich noch? Ach so, ja. Wunderbar. War das mein Tape-Recorder da? So, einmal rein. Jetzt pumpen wir dich richtig schön auf. Wunderbar. There we go. Ich gehe auf jeden Fall nicht davon aus, dass... es ist die Tür schon wieder auf. Wann ist das denn passiert? Was? Wo kam dieser... Der Strom ist ausgefallen. Aha, Chef, sind Sie es? Spielen Sie mir einen Streich? Hehe, hast du dir so gedacht? Oh, Kacke. Ich muss ja dadurch, ich muss ja zu diesem Kackbadezimmer. Wenn man weiß, dass hier sowas passiert, wieso stellt man den ganzen Kram nicht einfach da, also da, ins Regal? Hier ist mehr als genug Platz, um da so ein paar Kanister und so eine Abfüllstation reinzustellen. Und zur Not kann ich das hier noch in der Ecke schmeißen. Die Mülltonne kommt raus und hier kommt noch ein Regal hin. Nein, es muss ja, es muss am anderen Ende vom verkackten Haus sein, weißt du? Ja, gut. Nützt ja nix. Oho, ich erschrecke mich hier bestimmt. Wo ist eigentlich der Lichtschalter? Wieso hat das Licht hier geflackert? Die Action ist da drinnen. Scheiße, wo ist der Lichtschalter? Ich habe keine Taschenlampe für sowas. Ich bin jetzt unterwegs nicht gesehen. Ich muss hier nochmal rein. Hallo? Ah, gleich hier vorne. Da wäre ich ja vom Raum aus rangekommen. Hätte ich es mal versucht. Ich rechne jedes Mal damit, dass hier was ist. So. Akkurat. Oh, ich habe gar keine Stripes mehr mit. Das ist ja ärgerlich. Da müssen wir gleich erstmal was einstecken hier. Ah. Da können wir gleich, wenn wir hier schon mal so was haben, nehmen wir gleich einen Streifen mit. Aha.
Irgendwo in diesem Raum? Irgendwo in dieser Ecke. Oh. Ich sehe es nicht. Irgendwo. Oh! Das ist neu. Ja, wie könnte das aussehen? Ist halt so ein Schlitten, so ein Weihnachtsschlitten, sag ich mal, mit einem Strich nach oben, ne? Irgendwie sieht die mit dem Zeichen viel friedlicher aus. Keine Zeit! I'm busy! Erstmal das Zeichen nehmen. Weihnachtsschlitten mit einem Strich nach oben. So, vielleicht hat man die Punkte noch nicht so gut erkannt. Okay. Haben wir schon mal 2 von 4. Jetzt müssen wir nur noch den... Ich habe den schon sauber gemacht. Echt? Habe ich das? Jetzt müssen wir nur noch den Körper herausfinden und vielleicht noch ein Zeichen noch. Ein Zeichen und den Körper. Ja, hartnäckiges Make-up. Ein bisschen die Popel rauswischen. Right. Wunderbar. So, Chef, du bist fertig. Du kannst gehen. Das war's. Bringen wir den erstmal vorsichtig zurück. Hui! Hui! Macht dir das Spaß? Nicht wirklich, ne? So. Einmal Schwung in hier. So. Wunderbar. Und tschüss. Ab ins Bettchen. Das war's. So, wen haben wir als nächstes? Nein. Ich mag da jetzt nicht gucken. Die Tür ist zu. Wer heult denn hier? Wer hat hier geweint? Wen haben wir hier drinne? Peter! Komm raus hier! Hast du geweint? Hör dich an wie Mädchen. Ha! Einen Busen hast du ja, ne? Ja, komm mal mit, Peter. Wir bringen dich mal in den Untersuchungsraum, ne? Wo wir dich ein bisschen... Fresh machen. So, für dich mache ich auch die Tür zu. Ist ja relativ frisch. Fangen wir wieder am Kopf an. Was mir gleich aufgefallen ist, ist, da haben sie ja Mutter mal. Ziemlich groß sogar. Der Rest ist aber in Ordnung. Sieht schick aus. Da drüben, auf der Titte. Da dampft es. Oh, und hier. Hier hast du ein bisschen Krätze. Hast dir wahrscheinlich einen Pilz eingefangen. Das sieht gar nicht so schön aus. Was haben wir hier? Nix. Rotation, Baby. Und hier ist noch ein bisschen Mief. Hier ist noch ein bisschen Mief. Oh, der hat aber viel. Der hat aber viel Mief an sich. Und hier ist noch ein bisschen Mief. Das ist der Körper. Ist das der Körper? Das ist bestimmt der Körper. Hä? There we go. Ach so, okay.
Zählt mit zur Schulter. Bin ich konform mit? Oh Gott, du blöder Weg. Entschuldigung. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Hat man vielleicht gemerkt. Da steht ja genau vor mir. So ein hässlicher. Oh. Also da. Oh. Da habe ich jetzt echt nicht mitgerechnet. Ich dachte, ja gut, da ist ein Geräusch. Jetzt ist die Tür wieder auf. Irgendwas ist da im Flur. So, jetzt noch das rechte Bein und das linke Bein hat noch ein Rasch. Es fehlt was. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja, der Kopf hat ja auch was gehabt. Immer gut, dass unser Computer schon weiß, was er da eintragen muss. Katze? So, ich werde jetzt ganz typisch diese Akte nach vorne bringen. Egal, was hier ist. Das war ja einfach. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Körper, den sich der Dämon ausgewählt hat. Schließlich wollte er ihn schon wegziehen. Ich noch Stripes? Nö. Da können wir mal hier in dem Raum noch durchgehen. Ob wir hier noch ein paar Stripes haben. Zeichen. Aber wieder nix. Nix an unserem Arbeitsplatz. Hier war noch ein Tape. Hier war noch ein Tape. Da. The Night Shift Database. A computer program combining all so, my wunderbar. I'm missing something. Was miss ich denn? Ach, wir müssen ja erst. Ja. Nee. Nach Vorschrift, ne? Arbeitsanweisung sagt, erst den Mund zu nähen. Herein. Da ist schon wieder das Licht aus. Moment, wir machen das von hier drüben. Verdammt! Wir sind ja einfach mal über den guten Peter rüber gestiegen. Wir haben die Seiten gewechselt. Ich meine, ich glaube nicht, dass der was dagegen hat. Wir sind eine junge, attraktive Frau und er ist tot, aber... Ich wollte eigentlich nicht hier stehen. There we go. Ah, cool. Ah, ja. Hm, wir haben uns doch noch rübergelehnt. Wunderbar. I already have one of those. Ah. So, einmal die Äuglein auf, mein Freund. Bitteschön. Alright. Wunderbar. Aha. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Gut, nächste Step. Ah ja, genau, wir machen die Mischung fertig. So. Keine Angst, mein Freund, du musst nicht mehr lange böse sein, ne? Du wirst nämlich verbrannt. Meine Güte, wie viel kann ich eigentlich nehmen an den Flaschen? Weil ich habe ja links noch mein Clipboard und ich habe nur zwei Hände. Oh Gott! Oh, Telefon, das ist bestimmt für mich. Hallo? Ja.
Ja. Oh cool, ich habe gar keinen Schlüssel. Wie kommen wir denn hier raus? Können wir hier irgendwas öffnen? Nein. Können wir hier irgendwas aufheben? Ja. Heroin-Kit? Was? Ist das jetzt das, was ich darunter verstehe? Ja, Tatsache, hier sind voll die Spritzen. Oh, wir sind voll die Vercrackte. Zerdrückte Dose. Jetzt darf ich auch gehen. Ja, wir tauchen ab. Okay, die Tür geht immer noch nicht. Sir, haben Sie sich verschwommen? Wir sollten ihn angucken. Ja, das ist möglich. Ziemlich nachtragend, muss ich echt sagen. Das hat mich jetzt nicht geschockt. Da war irgendwie mit zu rechnen. Ah, das habe ich mir gedacht. Aha. Wo? Da. Punkt. Okay. Das da. Damit haben wir ja schon 3 Marken. Wow. So, wo könnte das denn hinpassen? Was haben wir denn überhaupt? Kleinen Moment. Neun. J. Ja, Penis. Okay, 9J und Penis. Können wir uns hier einmal abmelden? Gehen wir in den Night Shift. Jetzt wollen wir mal gucken, was für ein Name ist denn das? Glaube, ich müsste nicht mal den dritten Dämon machen. 9, Penis und J. Wenn das Zeichen noch wäre. Passt nicht. Hier haben wir das J, aber die anderen beiden fehlen. Bei den Invidious. Das wäre der Doppelpenis. Oh, hier haben wir auch die 3. Könnte auch Kovus sein. Oder Desolation. J, der kein Pen. Oh Gott. Wir haben jetzt nur noch 2 zur Auswahl, wo das von den Symbole her passen würde. Machen wir einen Break oder ziehen wir die Folge in 1 durch? Ich würde sagen, wir ziehen die in 1 durch. Ich meine, wir sind schon so weit. So, wo sind wir denn hier stehen geblieben? Peter? Ah ja, genau. Kleiner Moment. Das soll auch dir alles ausgespült werden, was da nicht reingehört, ne? Ich brauche nochmal ein Messer. Ich höre was. Aber das bilde ich mir sowieso nur ein. Draußen schießt einer. So ein. Oh. Hier ist eine Schublade offen. Und irgendwas ist hier runtergefallen aus dem. Aus dem
Oh, ja. Das muss von hier drüben rübergeflogen sein. Weil ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ein starker Sturm war. Ach Mensch, wenn der Deckel auf ist, kann ich ja nicht. Ah, wir haben die Dämonenplürre vergessen. Ja, kleinen Moment, komm Can't hold sofort. anything Ach, else. come on. Gut, wir müssen erstmal was droppen. Cool. Jetzt kann man eine Hand frei. Das hätten wir ja auch nicht uns noch irgendwie in eine Zähne klemmen können, zwischen die Zähne. So, haben wir das fertig? Können wir das gleich wieder aufheben hier? Ne, wir wollen ja. Soll ja nicht aussehen wie Sau hier, ne? Machen wir hier einen kleinen Schnitt. Zangen rein. Die Schläuche. Toll. Und solange wie das hier pumpt, würde ich gerne mal hier gucken in eine Schublade. Ein Tacker. Und eine Spritze. Die würde sich gut in unserem Heroin-Kit machen, oder? Können wir aber nicht nehmen. Der spült aber lange. Ah, jetzt wird es langsam klarer. Das haben wir erledigt. Einmal wieder zu. Den Schnitt haben wir hier oben angesetzt. Sieht auch gut aus, sieht auch gut aus. Ja. Dann matschen wir die erstmal bei dem Bauch. Ah, ich muss dich ja trotzdem erst in die Kühlkammer. Ich muss ja alle Leichen untersuchen. I'm missing something. Ach ja. Kleinen Moment. Haben wir? Haben wir? Haben wir? I'm missing something. Ich miss immer noch. Oh ja. Natürlich. That's not it. Ich hab den Beutel gar nicht. Hat doch schon gewundert. Aha. So, und rein in die Sparte. Mei, oh mei. Der ist so aufgequollen, der hat tatsächlich hier so eine. Wie bei hochschwangeren Frauen, wenn der Bauch vorne sich so gedehnt hat, dass hier die optische Narbe entsteht. There we go. Trägt bestimmt einen Dämon in sich. Ha! Tag der schlechten Sprüche. Willst du baden gehen oder was soll die Shorts? Du hast so einen am Sender. Warte mal, das ist der Clown. Was da? Chef! Ich hab Angst, dass der jetzt hier irgendwie unterm Tisch vorkommt oder so. Was hat denn das zu bedeuten, wenn der Clown rumläuft? Der Clown läuft rum, der Clown ist besessen, weil das ist ja die erste Leiche gewesen, die wir obduziert haben. Oder der Dämon, was natürlich auch sehr gut möglich ist, will uns auf eine falsche Fährte locken. Gewieft, wie wir aber sind, glauben wir immer noch, dass es der hier ist. Er hat den meisten Süff dran und hier ist die meiste Aktivität bei ihm gewesen bis jetzt. Wenn ich da jetzt reingehe, dann macht er wieder Stress mit mir. Ich will das nicht. Ich mache erst den. Ich hole mir erst hier den Reiniger. Hier ist ja auch dunkel. Tja, da habe ich keine Angst. Doch keine Angst vor der Dunkelheit. So, das nehmen wir mit. Mach mal voll. Und dann gehen wir ganz gemütlich wieder den ganzen Weg zurück. Und schließen diese Tür.
Und reinigen die Maschine. Und in der Zeit, wo die reinigt, gehen wir hier ganz gemütlich zum Lichtschalter, weil hier nichts ist. Jetzt ist da hinten auch dunkel. Ich weiß nicht mal, wo der Kacklichtschalter ist. Naja, im Dunkeln kann ich mich nicht erschrecken, ich sehe ja nichts. Das wäre die Tür. Ich hab was abgehakt. Gott. Cool. Ja, manchmal übertreibt das. Also, das Gemüt spinnt einen was zurecht und man übertreibt denn in der Situation, weil man ein bisschen unter Stress steht hier. Arbeitsstress und. Alright. Ja. So, mein Freund, ich werde dich jetzt erstmal zurückbringen. Weil ich muss mir natürlich auch die dritte Leiche angucken, ne? Das ist sowas von der, den ich hier habe. Das ist sowas von der. Der will mich so auf die falsche Fährte locken. Und der hat das gehört, dass ich gesagt habe, Clown. Hier, geh mal wieder rein hier, ne? Du hast jetzt genug gespielt, mein Freund. So, Rufus. Ich muss jetzt erstmal hier den Pete wieder wegpacken. So. Oh, ich habe meinen Wagen vergessen. Einmal mitnehmen das Ganze. Luke auch. Oh, Sir, wie heißen Sie denn? Ich habe jetzt gar nicht auf Ihren Namen geachtet. Das ist der Herr... Ach, jetzt habe ich es vergessen. Einen Moment. Ich muss sie einmal ein Stück zur Seite drehen. Wie hießen wir denn nochmal? Ah ja, Wilbur. Den kommen Sie mal mit, Judamann. Ja, hier können Sie einmal lächeln. Ja, wunderbar. So, und ich sage, der hat nichts und deswegen verbrennen wir Pete. Okay, der hat hier auch ein bisschen Mief an der Stirn. Ganz schön groß sogar. Das sind auch alles, was er hat. Okay. Ja, an der Schulter hat er auch ein bisschen Mief. Und am Arm. Oh, das sieht jetzt natürlich nicht gut für meine These aus, dass der Dämon jeweils der mit dem meisten Malen ist. Blauer Fleck am Fuß. Das müssen wir uns notieren. Oh. Der hat ja echt viel. Das haben wir ja schon aufgenommen. Hier hat der auch was am Arm. There we go. Also, bis auf, dass der jetzt quasi die meisten Merkmale hat am Körper. Die Aktivität war halt sehr hoch bei diesen, bei Pete. Deswegen... Habe ich hier noch eine Kassette? At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are able to... Hallo, Frischluft. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name. And the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Ach so, linker Arm, ja. Ja, klar. Rechter Arm. Der hat halt... Ach, das ist hier Schulter. Der hat halt prinzipiell die meisten Male. Der hat ja 6 Stück. Der hat ja nur an der linken Schulter nichts. Hm. Ich habe gar keinen Stripe mehr. Aber ich weiß nicht, ob der das wirklich ist.
Also bei dem anderen war der so aktiv und hatte mal diesen Clown vorgeschickt, wo ich dann der Meinung wäre, er versucht den Clown dafür zu nutzen, uns von der Fährte abzulenken. Also von der richtigen Fährte. Machen den hier mal eben fertig. Du bist Kacke! Voll fertig gemacht. Kann ich nicht. Achso, ich muss es jetzt. Ja. Ah, ich habe ja die Mappe noch gar nicht weggebracht. So, und jetzt können wir die Beißer schön zumachen. Bei ihm ist er recht ruhig, würde ich jetzt behaupten. So. Das habe jetzt nicht nur ich gesehen, oder? Hallo? Ist da wer draußen? Hab das nur ich gesehen? Das hab nicht nur ich gesehen. Ah, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich denke halt schon, dass das Pete ist. Naja, wir machen erstmal hier weiter. Wir können ja, ja, ich wollte doch die Schublade zumachen. Jetzt geht's ab. Alright. Rave Party. Ruhe hier hinten. Es ist auch immer dieser Rufus. Die ganze Zeit. Der will mich doch mit Rufus auf eine falschen Fährte locken, oder was? Ich glaube das nicht. Der Dämon wird doch nicht sagen, hier, ich bin der mit den wenigsten Malen. Der am wenigsten hat. Und mir dennoch die ganze Zeit ein Zeichen geben, huhu, ich laufe hier besessen durch die Wohnung. Oder durchs Leichenschauhaus. Denn nochmal so, ich werde gar nicht hier bekämpft und gar nicht verbrannt. Ich klopf mal an der Luke. Macht er ja nicht. Ja, Peter oder Rufus. Oder macht er das doch? Kannst du mir nicht vorstellen, das wäre voll dumm. Also selbst für ein Spiel wäre das voll dumm. Kannst du mir halt nie vorstellen. So. Nächste Aufgabe. Mal den Mixer hier zusammenrühren. Die Moon Slushy. Haben wir. Auf der Flasche steht live. So, dann kommt das hier noch da rein. Oh. Wir fallen schon wieder in Trance. Kriege ich die Maschine noch fertig? Three houses in the halls of hell. Two regions of glory in my house. One to usher tribulation. I have come. Hab ich mich fast. Ah, verdammt! Wollte gerade das Licht anmachen. Ah. Wasser. Hi! Ich kann nicht schwimmen. Falls du so nett wärst. Laufe ich hier? Mache ich hier was? Okay, er beobachtet mich. Achso, oh ja, wow. Was leuchtet hier?
Ah ja. Ja, ich weiß, dass du hier bist. Aber du machst mir keine Angst. Da muss ich hin, da ist die Arbeit. Oh Gott, was ist eklig, da ist was vor meinen Füßen lang gekrabbelt. Redest du mit mir? Ja, warte, das ist doch hier dieser Buddy, den ich da gerade auf der Liege habe. Kann ich dich ziehen oder was kann ich mit dir machen? Nee, kann ich nicht. Kann ich aber anfassen. Hi. Lieber Dämon. Beruhig dich. Ist alles gut. Wir wollen dich nur ein bisschen verbrennen. Ja? Ist alles gut. Hier. Das magst du, ne? Missing Lee. Was? Missing? Missing Lee. Oh, mir fehlt was. Wo fehlt mir denn was? Das heißt, ich muss noch irgendwo hier hin. Guti, 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 guti. Juckt ihn halt nicht. Okay, mir fehlt was. Ich konnte hier hingehen. Vielleicht irgendwas hier am Anfang. Hab ja auch nichts, ne? Hm. Damit können wir nichts machen. Hallo, Herr Dämon. Ich komme nicht weiter. Können Sie mir sagen, was ich machen muss? Let me in. In was? Nein! Nein, 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 nein. Also, sowas fangen wir hier gar nicht erst an, ja? Da muss das echt bei dem Dude sein, was ich suche. Hier geht es ja auch nicht weiter, oder? Es sieht halt nicht wirklich so aus. Schau mal, wie weit ich laufen kann. Im Dunkeln. Schon recht weit. Oh, was ist das denn? Ich höre Wasser. Und man sieht halt nichts. Ich glaube nicht, dass ich hier ewig ins Dunkle laufen muss, oder? Ah. Oh! Nimm mal den Stein mit. Aha. Be more comforting. Ja, genau. Schlag ihn einfach tot. Und just in dein Gesicht. Let me hear, Rebecca. Nein. It won't be over. Nein. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Und jetzt können wir auch unseren vierten Hinweis finden. Wo? Hier im Flur. Das ist gut. Wenn wir die zusammen haben, ich würde dann auch sagen, wir verbrennen den, den wir jetzt drauf haben. Der ist ja noch schlimmer als Pete. Ja, der Jude Pete. Es ist hier verbrannt. Aber... wo könnte das Symbol sein? Hm. Recht dunkel hier, ne? Irgendwo hier auf diesem dunklen Holz? Oder ist das gar nicht erst in dem Raum? Ist das vielleicht in dem Raum dahinter?
Tja, würde das Sinn machen, im Raum dahinter zu gucken? Also ich sehe es jetzt nicht. Wir schauen mal. Es ist nicht hinter der Tür. Nö. Nee. Also nicht, es ist, ah doch, hier am Waschbecken sogar. Ein G. Ja, dann gucken wir doch mal, was das ist. Wir brauchen einmal das andere Programm. Und zwar, wir hatten, wo hatten wir denn? Ah, hier, das G. Für der Penis. Genau, bei denen war nämlich gar nichts. Das war der oder der erste, ne? Wir haben gar kein. Doch hier ist das G dabei. Das J, aber der ist falsch. Gehen wir nochmal zurück. Wir haben das G, das J, den und den. Also muss das der Annex sein. Der da über dem Bildschirm gerade war. Hat uns angeguckt. Okay, es ist der Anek. J, Penis, 9, G. Okay. Anordnen. J, Penis, 9, G. Dann fangen wir mit dem G an. G. Und da. Es müsste auf jeden Fall soweit richtig sein. Ah, ich habe noch gar nicht fertig gemacht. Den Dude. Was fehlt denn hier noch drinne? Mark. Scheiß. Schande, meine ich. Ja, dann muss ich die wohl nochmal droppen. Ah, das ist ja... Ah. Aber ich habe ihn doch noch gar nicht fertig obduziert. Are you sure this is the right one? Ja, aber ich muss dich eigentlich noch mit dem ganzen Krempel hier durchspülen. Warte mal, wir müssen ja mal die To-Do-Liste abarbeiten hier, ne? Freund. Da fehlt nämlich noch Methanol. Kann ja da liegen bleiben, stört dich ja nicht, ne? Du hältst das so lange für mich fest. Ich würde ja wohl. Ist ein Top-Typ. Ich denke schon, dass er das macht. Der wird die Marke wird er da liegen lassen. Die wird auch nicht verschwinden. Ach du Gott. Wunderbar. Dann spülen wir dich einfach mal den Dämon-Serum. Bisschen ausspülen. Läuft bei ihm wieder. Meinung, ich habe was gehört. Habe ich mich wohl getäuscht? So, gar nicht übertreiben hier. Jetzt machen wir den Dude fertig. Hi Oma! Ja, schön, dass du draußen bist. Ach so, ja, komm doch vorne rum. Die Tür ist offen. Hat keiner abgeschlossen. Wir können ja noch einen Tee zusammen trinken oder so. Don't you love your grandma? Natürlich liebe ich meine Grandma. Komm rein. Hallo, Oma. Ja, hättest du meine Jacke angezogen, ne? Oh, ich gehe schon wieder in Trance. Kleinen Moment, ich muss hier einmal vielleicht Frischluft schnappen. Ich hätte damit eigentlich voll rechnen müssen. Ich kenne ja diese Szene. Ah, oh, cool Messer, das wollte ich schon immer haben. Maybe you could slit your wrist for me. Ja. Just a little cut. Oh, what's wrong, Rebecca? Nix, alles cool. Wir sind immer noch Freunde. Don't be afraid,
Wir müssen unbedingt an unserer Familienbeziehung hier arbeiten. Die Alte muss raus. Die muss eingewiesen werden. Das ist ja nicht unser erster Zwischenfall, den wir mit der Oma hatten. Bin immer noch ein bisschen in Trost. Das ist jetzt aber kacke. Nur weil ich diese Mark schon fertig habe, ne? Ah, da waren wir zu schnell. Was mache ich jetzt nur? Nehmen wir den noch mit? I'm missing something. Ja. Ja. Jetzt wollen wir da schon reinpumpen. Ich hoffe, dass das jetzt richtig angeordnet ist, dass ich jetzt da keinen Denkfehler habe. Ich habe nämlich auch gar nicht groß... Also ich habe diese eine Symbolleiste gefunden, habe noch gar nicht mehr groß weitergeguckt. Ob das denn tatsächlich das ist, was ich gesucht habe. Der Ecke noch ein bisschen. Das könnte jetzt das eins, also das nächste von den fünf Enden sein. Gleich, wenn wir soweit sind. Könnte aber auch sein, dass ich falsch liege, ne? In dem Fall sind wir halt am Arsch. Bin ich am Arsch. So, hier haben wir noch einen Kanister. Die machen wir einmal full. La. Ich sperre mich immer aus, weil die Tür so schnell zugeht. So, jetzt reinigen wir die Maschine. Haben wir das nämlich auch schon fertig? Wunderbar, wunderbar. Also gleich fertig. Können wir das Programm schon wieder schließen? Braucht ja kein Unberechtigter lang gehen. Ja. Entschuldigung. Du bist so wunderschön. Wilber, du bist so wunderschön. Du bist so. I can't use that here. I can't use that here. Ah, huh. Mein Gott, du Herr! Du bist so wunderschön! Oh Gott, diese hässliche. Ich dachte, die ist weg. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, ich kann wieder ganz easy die Tür zumachen. Bin im Badezimmer. Ohne ersichtlichen Grund. Und muss jetzt hier durch den dunklen Flur. Ha, denkste, Puppe, Licht an. Das war ja jetzt nicht so wild. Du bist so wunderschön. Du bist so wunderschön. Du bremst so wunderschön. Du bist so wunderschön. Are you sure this is the right one? Ja, relativ. Eigentlich nicht. Bin immer noch für Rufo, für Peter. Aber du hast ja... Was ist das? Was ist das? Wieso habe ich jetzt die Möglichkeit gehabt, ihn nochmal anzugucken? Ist das doch der Falsche? Kleinen Moment. Rufus, raus hier. Rufus ist das nicht. Rufus hast du als Mittel zum Zweck genutzt. Wieso konnte ich dich nochmal angucken? Du brennst so wunderschön. Lachen könnte auch jetzt was Schlechtes verheißen. Die Tür habe ich nicht zugemacht, oder? Geh hier in die Ecke. Verbrenne ich jetzt eine Leiche, wo gar kein Dämon drin ist? Du bist so wunderschön. Ja.
Das hört sich doch gut an. Du brennst so wunderschön. Bye bye. Nüpp. Hab's geschafft. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? Oh, cool. Yeah. I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. Das ist ja frech. Das Ende hatten wir doch letztes Mal schon. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home. Get some rest. Ich habe ja jetzt einfach Fortfahren gedrückt. Könnte es sein, dass ich bei Fortfahren prinzipiell immer die gleiche Story habe, nur jedes Mal halt einen anderen Dämon rausfinden muss, so gesehen? What are you? Oh no. You chose the wrong body. Rebecca. Ich hab wisch. Hab Scheiße gebaut, ja. Was, wirklich Rufus? Skurril. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich Rufus hätte sein können. Ich hätte eher gedacht... Peter, nee, Ende 3 von 5? Das ist doch dasselbe Ende. Naja, nehmen wir so hin, ne? Ende 3 von 5? War ja nur auch Fortfahren. Nee, ich habe nur zwei Enden. Das war einmal das Anspielen und die beiden. Tja, da müssen wir wohl noch mal reingucken. Wir müssen definitiv noch die anderen Enden sehen. Vorher können wir nicht locker lassen. Ich hoffe, die Folge hat soweit gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. In alter Stimmung. Bis dahin, mach's gut. Ciao.